Galaktischer Kodex. Prolog. Der Planet Erde ist der letzte Planet in diesem Universum, der von den dunklen Mächten besetzt ist, dem letzten Relikt galaktischer Kriege, die Millionen von Jahren lang in der Galaxie tobten. Während die Galaxie aus dem Griff der dunklen Mächte befreit wurde, haben sich die Kräfte des Lichts von einer Militärmacht, die aus der dringenden Notwendigkeit heraus geschaffen wurde, die Grundfreiheiten fühlender Wesen zu verteidigen, hin zu einer harmonischen, galaktischen und kosmischen Gesellschaft entwickelt. Während sich die Wesen innerhalb der Galaktischen Konföderation spirituell weiterentwickelten und sich mit den aufgestiegenen Meistern verbündeten und vereinten, haben sie einen inneren Kodex entdeckt, der alle Wechselbeziehungen zwischen den Wesen des Lichts und ihre Beziehung zu den dunklen Mächten und den besetzten Planeten regelt. Dieser Kodex wird Galaktischer Kodex genannt und stellt die rechtliche Grundlage für alle Aktionen der Konföderation in dieser und anderen Galaxien dar. Dieser Kodex ist kein starrer Satz äußerer Gesetze, sondern ein systematisierter Kodex der inneren Ethik aller Lichtseelen, den alle Lichtwesen mit ihrem freien Willen akzeptieren, weil er ihre innere Wahrheit widerspiegelt. Wir werden nun den Galaktischen Kodex in einer Form darlegen, die für ein durchschnittliches, erwachtes Wesen in einer menschlichen Gesellschaft verständlich ist. Abschnitt 1. Das Gesetz der göttlichen Gnade. Jedes Lebewesen hat ein unveräußerliches und bedingungsloses Recht auf eine positive Lebenserfahrung. Um Abschnitt 1 zu erklären, müssen wir verstehen, dass Leiden und Schmerz in einer aufgeklärten galaktischen Gesellschaft, die vom Einfluss dunkler Mächte und anderen Aspekten kosmischer Anomalien befreit ist, keinen Wert haben. Schmerz, Leid und Opfer als Teil der Wachstumserfahrung wertzuschätzen, war Teil der Programmierung der dunklen Mächte, um die Bevölkerung der besetzten Planeten leichter zu versklaven. Die bedingungslose, positive Lebenserfahrung jedes Lebewesens im befreiten Universum wird durch die innere Verbindung jedes Lebewesens mit der Quelle gewährleistet und durch die Macht der aufgestiegenen Meister über die Materie gestärkt, die es ihnen ermöglicht, alle Lebewesen in ihrem Streben nach der Quelle zu unterstützen und sie mit dem Lebensnotwendigen zu versorgen. Das Leben sollte nie aus harter Arbeit und Kampf bestehen, sondern vielmehr aus einer Reise voller Freude und Kreativität. Verschiedene Unterabschnitte von Abschnitt 1 regeln alles Leben
in einem befreiten Universum und alle Beziehungen zwischen Lichtwesen, sodass es nie zu Konflikten kommen muss. Lass uns die Unterabschnitte erklären. Abschnitt 1.1. Jedes Lebewesen hat ein unveräußerliches und bedingungsloses Recht auf körperliche und geistige Fülle. Dieser Unterabschnitt garantiert jedem Wesen im befreiten Universum eine positive Lebenserfahrung. Die aufgestiegenen Meister sorgen mit der Macht, die sie über die erlöste Materie des befreiten Universums haben, für alle Lebensbedürfnisse sowie für physischen und spirituellen Reichtum und Schönheit. Abschnitt 1.2. Jedes Lebewesen hat ein unveräußerliches und bedingungsloses Recht auf Aufstieg. In diesem Unterabschnitt wird erklärt, wie die aufgestiegenen Meister ihr fortgeschrittenes Verständnis der spirituellen Technologie des Aufstiegs nutzen und durch die Nutzung des elektrischen Feuers der Erlösung allen Wesen helfen, die sich freiwillig für den Aufstieg entscheiden. Abschnitt 1.3. Jedes fühlende Wesen hat ein unveräußerliches und bedingungsloses Recht, mit anderen Wesen im Verhältnis zu seiner Position im Seelenfamilienmandala zu verschmelzen. Dieser Unterabschnitt ist ein Instrument zur Regulierung aller Beziehungen innerhalb einer Seelenfamilie. Es gewährleistet die Verschmelzung von Wesen entgegengesetzter Polarität, Zwillingsseelen, Seelenverwandte und die Angleichung aller anderen Wesen, unabhängig von ihrem Entwicklungsstand und ihren äußeren Bedingungen. Jedes Lebewesen hat ein unveräußerliches und bedingungsloses Recht auf alle Informationen. Dieser Unterabschnitt ist eine Garantie dafür, dass alle Lebewesen alle Informationen erhalten, die sie zum Verständnis ihrer Rolle im Universum, einer größeren Perspektive der Evolution und aller anderen Informationen benötigen, die sie für ihre Entscheidungen, ihr Wachstum und ihr Wohlbefinden benötigen. Alle diese Daten werden von aufgestiegenen Meistern oder anderen Wesen bereitgestellt, die die Entwicklungen verschiedener Rassen und Zivilisationen überwachen. Abschnitt 1.5. Jedes Lebewesen hat ein unveräußerliches und bedingungsloses Recht auf Freiheit. Dieser Unterabschnitt besagt, dass jedes Wesen über ein unbegrenztes Potenzial für Wachstum und Lebenserfahrung verfügt. Da alle Wesen im befreiten Universum nur Positivismus hervorbringen, steht ihre Freiheit niemals im Widerspruch zur Freiheit anderer Wesen. Abschnitt 2. Das Gesetz der Spaltung der Konfliktparteien. Jedes Lebewesen hat ein unveräußerliches
und bedingungsloses Recht auf Trennung und Schutz vor den negativen Handlungen anderer Lebewesen. Dieser Abschnitt regelt die Bedingungen in den Teilen des Universums, die gerade vom Einfluss der dunklen Mächte befreit wurden, aber noch nicht von der Konföderation akzeptiert wurden. Es erfordert, dass die Kräfte des Lichts die Konfliktparteien immer spalten, um sie davor zu schützen, sich gegenseitig Schaden zuzufügen. Dann vermitteln die Lichtkräfte den Konflikt, bis er gelöst ist. Dieser Abschnitt wird häufig zur Beendigung von Kriegen und anderen bewaffneten Konflikten verwendet. Abschnitt 3. Das Gesetz des Gleichgewichts. Jedes fühlende Wesen, das sich dafür entschieden hat, gegen die Prinzipien des galaktischen Kodex zu leben und zu handeln und sich weigert oder nicht in der Lage ist, sie jetzt zu akzeptieren und die Konsequenzen der vergangenen Handlungen auszugleichen, wird zur Zentralsonne gebracht und in die Grundelementaressenz umstrukturiert und einen neuen Zyklus der Evolution beginnen. Dieser Abschnitt regelt die Beziehungen zwischen den Kräften des Lichts und den Kräften der Dunkelheit. Wenn sie besiegt werden, erhalten Wesen, die den Kräften der Dunkelheit angehören, die Möglichkeit, den galaktischen Kodex zu akzeptieren, ihr Bestes zu tun, um die Fehler, die sie gemacht haben, zu korrigieren und danach positiv zu leben. Wenn sie akzeptieren, wird ihnen vergeben und sie treten der Konföderation bei. Wenn sie dies nicht akzeptieren können oder wollen, werden sie zur Zentralsonne gebracht. Ihre Persönlichkeiten und Seelenessenzen werden mit dem elektrischen Feuer umstrukturiert und ihr göttlicher Funke beginnt einen neuen Evolutionszyklus. Abschnitt 4. Das Gesetz der Intervention. Die Galaktische Konföderation hat ein unveräußerliches und bedingungsloses Recht auf Intervention in allen Situationen, in denen gegen den Galaktischen Kodex verstoßen wird, unabhängig von den örtlichen Gesetzen. Dieser Abschnitt beschreibt die Politik der Lichtkräfte in Bezug auf besetzte Planeten. Die Konföderation behält sich das Recht vor, in allen Bereichen, Zivilisationen, Planeten oder Sonnensystemen einzugreifen, in denen gegen den galaktischen Kodex verstoßen wird. Er hat das Recht dazu, unabhängig von der Position der lokalen Zivilisationen zu dieser Intervention. Es hat jederzeit das Recht, alle friedlichen Mittel der Bildung und Regulierung einzusetzen. Wenn die kritische Masse der Prinzipien des Galaktischen Kodex verletzt wird, hat es das Recht, militärische Gewalt anzuwenden. Sonderfälle sind Planeten, die direkt von den dunklen Mächten besetzt sind.
Normalerweise nehmen die dunklen Mächte die lokale Bevölkerung als Geiseln, um den Fortschritt der Mächte des Lichts zu behindern. Auf der Erde haben sie mit einem Atomkrieg gedroht, falls die Lichtkräfte eingreifen würden. Dies ist der Hauptgrund, warum die Lichtkräfte diesen Planeten noch nicht befreit haben. Und nicht das sogenannte "Wir werden nicht eingreifen, weil wir den freien Willen respektieren, wir werden nur zusehen, wie das geschieht, Leiden geht weiter" Unsinn. Wie bei jeder Geiselnahme bedarf es hier einer Menge geschickter Verhandlungen und taktischen Vorgehens. Diese Situation wird nun gelöst und der Planet Erde wird bald befreit sein. Abschnitt 4.1. Jedes fühlende Wesen hat das unveräußerliche und bedingungslose Recht, sich in Not an die Galaktische Konföderation zu wenden. Und die Galaktische Konföderation hat das Recht, zu helfen, unabhängig von den örtlichen Gesetzen. Dieser Unterabschnitt bietet eine Rechtsgrundlage für die Intervention und Unterstützung aller Geiseln der dunklen Mächte. Die Kräfte des Lichts tun stets ihr Bestes, um die Lebensbedingungen aller Lebewesen, auch auf der Erde, zu unterstützen und zu verbessern. Die Situation auf dem Planeten Erde zeigt nur, wie viel mehr Macht die Dunkelheit auf diesem Planeten über das Licht hatte. Glücklicherweise ändert sich das jetzt. Abschnitt 4.2. Die Galaktische Konföderation hat ein unveräußerliches und bedingungsloses Recht auf die Umsetzung des Galaktischen Kodex und auf die Eroberung der Gebiete, in denen gegen den Galaktischen Kodex verstoßen wird, wenn nötig mit militärischer Gewalt. Dieser Unterabschnitt liefert eine rechtliche Grundlage für die Befreiung der besetzten Planeten mit militärischer Gewalt. Die Streitkräfte der Konföderation entfernen die Vertreter der dunklen Mächte oder unterstützen sie bei der Entfernung und lassen die Geiseln frei. Dann leiten andere Streitkräfte der Konföderation den Prozess der Aufnahme des Planeten in die Konföderation, indem sie die lokale Bevölkerung unterweisen. Vielleicht haben einige Menschen das Gefühl, dass die Konföderation kein Recht hat, einzugreifen und dass die Menschheit das Recht hat, ihre Probleme selbst zu lösen. Das stimmt einfach nicht. Viele Kriege auf der ganzen Welt und die ständige Verletzung grundlegender Menschenrechte haben gezeigt, dass die Menschheit nicht in der Lage ist, mit ihrer eigenen Situation umzugehen. Daher ist es viel besser, wenn es weise Wächter erhält, die es leiten. Die Konföderation wird dabei helfen, die derzeitigen Herren der Marionetten, dunkle Mächte, zu ersetzen, die die Menschheit vor langer Zeit nach Atlantis eingeladen hat. Dann wird der Galaktische Kodex endlich zum universellen Ethikkodex im gesamten Universum werden und die Dunkelheit wird nicht mehr sein. Der Sieg des Lichts.